Heute hat Kanada 47 Nationalparks und hunderte von kleinen Provinzparks. Nach dem Bau der Canadian Pacific Railway in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der erste Park zur Anlockung und Erbauung reicher Touristen errichtet. Erst ab 1930 kam der Schutz der Natur dazu. Diese zweifache Zielsetzung birgt Konfliktpotenzial. Die Parks werden immer beliebter und, aus welchen Gründen auch immer, werden sie ständig von mehr Touristen besucht. Vier Nationalparks, nämlich Jasper, Banff, Hugh, Kootenay und drei Provinzparks, wurden 1984 im UNESCO-Kulturerbe Canadian Rocky Mountain Parks zusammengefasst. Das in sich geschlossene Gebiet umfasst 23.600 Quadratkilometer, was etwa der halben Fläche der Schweiz entspricht. Die beiden großen Zentren im Park, Banff und Jasper, empfangen pro Jahr 3,6 und 2,1 Millionen Besucher. Wir beabsichtigten bei der Planung unserer Reise, diese beiden Ortschaften als Ausgangspunkt für Ausflüge im Parkgebiet zu benutzen. In der Realität zeigte sich aber schnell, dass im Monat Juli kurzfristig keine Unterkunft zu finden ist. Als Ersatz wählten wir außerhalb des Parks die beiden Ortschaften Valemont und Revelstoke. Diese sind mit dem Yellowhead Highway, Icefield Parkway und dem Trans-Canadian Highway verbunden und gewähren ebenfalls Zugang zu interessanten Punkten im Park. Als wir von Valemont nach Revelstoke fuhren, benötigten wir für die etwa 600 Kilometer nicht ganz 8 Stunden. Kurz nach Valemont in Richtung Jasper erreichen wir auf dem Yellowhead Highway den Mount Robson Regionalpark. Dieser wurde zum Schutz der Region um den Mount Robson angelegt, der mit 3.954 Meter der höchste Berg in den kanadischen Rocky Mountains ist. Der Anblick des Mount Robson vom Parkplatz des Visitor Centers aus ist spektakulär. Im Visitor Center gibt es, wie in allen kanadischen Parks, ein breites Angebot von Informationen. Entlang dem Yellowhead Highway fließt der Fraser River, ein berühmtes Laichgewässer für Lachse. Für die 1400 Kilometer lange Strecke von der Mündung am Pazifik bis zum Mount Robson benötigen sie 3 Monate. Auf dem Weg nach Jasper befindet sich der Moose Lake. Es fällt auf, dass das Wasser wie bei etlichen kanadischen Seen auffällig hellblau bis smaragdgrün gefärbt ist. Diese Färbung entsteht durch Steinmehl, feinstes Material, das aus Gletscherabflüssen herbeigespült wird. Wir überprüften diese Annahme an einem Zufluss des Moose Rivers und tatsächlich, das Wasser ist blaugrün gefärbt. Im Jasper Nationalpark befindet sich die Talstation des Jasper Tramway, einer Kabinenbahn, die ganzjährig Besucher in 7 Minuten zur Bergstation in 2300 Meter Höhe auf den sogenannten Whistlers transportiert. Der Tramway ist die größte und längste von nur 3 Bahnen in den Rocky Mountain Parks. Die anderen beiden Bahnen sind die Banff Gondola und die Lake Louise Gondola im Banff Nationalpark. Bei beiden sind die Gondeln 4-plätzig, die eine Bahn hat offene Gondeln, die andere geschlossene. Das Beispiel der Bahnen zeigt, dass in den kanadischen Parks im Vergleich zum Alpenraum die technischen Mittel nach wie vor sparsam eingesetzt werden. Gerade diese Zurückhaltung bei den Infrastruktureinrichtungen wird von vielen Besuchern geschätzt, die eine großflächige, unberührte Natur erleben und genießen wollen. Der Icefield Parkway, der von Jasper über das Icefield Center nach Lake Louise führt, gewährt eine eindrückliche Sicht auf den Athabasca River, der ungehindert in einem breiten Bachbett fließt. Am Icefield Parkway gibt es eine bekannte Leckstelle, wo sich Bergziegen mit Mineralsalzen versorgen. Die Tiere sind offensichtlich an Touristen gewöhnt. Das Columbia Icefield Center befindet sich kurz vor der Passhöhe. Die Aussicht auf den Athabasca und den Domgletscher ist eindrücklich
obwohl auch hier die Klimaerwärmung dem Eis arg zusetzt. Wer noch nie auf dem geschrumpften Athabasca-Gletscher gestanden ist, kann das mit einem schweren Geländebus nachholen, bevor es zu spät ist. Nach der Passhöhe beginnt der Banff-Nationalpark. Auch hier ist das Gletscherwasser hellblau gefärbt. Revelstoke liegt am Columbia River, der durch Kanada und die USA in den Pazifik fließt. Die 1984 außerhalb des Parkgebietes erstellte Revelstoke-Talsperre besteht aus einer 175 Meter hohen Betongewichtsstaumauer. Der 130 Kilometer lange Stausee reicht bis kurz vor den Mika-Staudamm und wird hauptsächlich mit dem Abflusswasser dieses Kraftwerks betrieben. Das Revelstoke-Kraftwerk hat ein Besucherzentrum. Führungen werden regelmäßig durchgeführt. Im Moment sind 5 Turbinen in Betrieb. Die Besucher können die Aktivitäten im Turbinenraum durch ein großes Glasfenster verfolgen. Hier wird die Serviceeinheit für Unterhaltsarbeiten zu einer Turbine verschoben. Das Revelstoke-Kraftwerk wird von der Gesellschaft BC Hydro neben 30 weiteren Wasserkraftwerken betrieben.